Kaffee Crema, Latte Macchiato oder klassischer Espresso. Ob zum Frühstück oder als Pausengetränk. Kaffee gehört einfach zu unserem Alltag dazu. Aber welche Unterschiede gibt es bei den Kaffeesorten, der Zubereitung oder der Wirkung? Wir klären auf. Die Kaffeepflanze ist in Ländern rund um den Äquator zu Hause. Ihre berühmtesten Vertreter sind die Sorten Arabica und Robusta. Sie bilden die Basis für fast jeden Kaffee auf der Welt. Arabica wächst zum Teil in schwindelerregenden Bergregionen. Robusta hingegen bevorzugt niedrigere Höhenlagen und ist, wie der Name schon sagt, widerstandsfähiger gegenüber Wettereinflüssen. Während Arabica überwiegend händisch geerntet wird, kommen bei Robusta vor allem Maschinen zum Einsatz. Das spiegelt sich auch im günstigeren Preis wider. Beide Sorten haben ihre Vorteile. Wer nach einem feineren Geschmackserlebnis sucht, greift eher zur Arabica-Bohne. Robusta erzeugt dafür mehr Crema und hat mehr Koffein. Dieses kommt ganz natürlich in der Kaffeepflanze vor und kann die Lebensgeister wecken. Ein zu hoher Koffeinkonsum kann allerdings auch negative Auswirkungen haben. Zum Beispiel erhöhte Nervosität, Schlaflosigkeit oder Herzrasen. Wie so oft macht die Menge den Unterschied. Für einen gesunden Erwachsenen sind 2 bis 4 Tassen Kaffee am Tag unbedenklich. Schwangeren oder stillenden Mamas wird empfohlen, nicht mehr als 2 Tassen pro Tag zu konsumieren. Und Kinder sollten gänzlich auf Kaffee verzichten. Werden die kleinen Entdecker doch mal neugierig, bietet sich entkoffeinierter Kaffee ab etwa 10 Jahren an. Ab ungefähr 15 Jahren ist ein gemäßigter Kaffeegenuss auch für Jugendliche unbedenklich. Doch wie genau entlockt man der Bohne ihr leckeres Aroma und das Koffein? Zunächst müssen die rohen Bohnen geröstet werden. Wenn du keine vorgemahlenen Bohnen nimmst, wird jetzt gemahlen. Espresso-Fans nutzen sehr fein gemahlenen Kaffee. Filterkaffee-Freunde wählen einen mittleren Mahlgrad. French-Press-Enthusiasten dürfen etwas gröber mahlen. Bei Kaffee-Vollautomaten kannst du übrigens selber einen individuellen Mahlgrad einstellen. Und noch ein kleiner Tipp. Vorgemahlener Kaffee mag es trocken und kühl. Bei richtiger Lagerung behält er bis zu 2 Wochen nach dem Öffnen das meiste Aroma. Wer morgens nur wenig Zeit hat oder einfach auf das Kaffeekochen verzichten möchte, kann zu Instant-Kaffee, Kapseln oder Pads greifen. Hier ist die frische Tasse Kaffee in wenigen Sekunden servierfertig. Bleibt nur die Entscheidung, welche Kreation es sein darf. Die italienischen Kaffeeklassiker lassen sich in 3 Kategorien aufteilen. Espresso, Milchkaffee und Kaffeecrema. Espresso-Varianten sind konzentrierte Kaffeeerzeugnisse auf Wasserbasis. Bei den Milchkaffees bildet der Espresso die Grundlage. Dann kommt noch Milch oder eine Milchalternative hinzu. Kaffeecrema basiert auf hohem Wasseranteil. Die Crema-Bohne und eine helle Röstung geben dem Crema-Kaffee einen einzigartigen Geschmack und Textur. Darüber hinaus gibt es viele weitere Kaffeespezialitäten. Ob der traditionelle Mokka, der Eiskaffee oder ein Cappuccino mit Karamellsirup. Dem kreativen Kaffeegenuss sind keine Grenzen gesetzt. Eine trendige Alternative zum Kaffeekochen ist das Cold Brewing. Keine Sorge, mit kaltem, abgestandenem Kaffee hat das nichts zu tun. Das kalte Wasser kommt hier gleich zu Beginn zum Einsatz. In 1 Liter werden 100 Gramm grob gemahlenen Kaffee gegeben, umgerührt und für ca. 12 Stunden im Kühlschrank gelagert. Mit dieser Methode werden weniger Bitterstoffe aus der Bohne gelöst, was dem Kaffee einen milden Geschmack verleiht. So entsteht die perfekte Erfrischung für heiße Tage. Wer nach koffeinfreien Alternativen sucht, kann beispielsweise zu entkoffiniertem Kaffee, zu Malz- oder Dinkelkaffee greifen. Kaffeeersatz wird aus Getreide gewonnen und kann einfach mit heißem Wasser, Milch oder Milchalternativen aufgegossen werden. Egal ob Kaffee oder Kaffeealternative, vor der Zubereitung empfiehlt sich ein Blick auf das Wasser. Dabei ist neben der allgemeinen Wasserqualität der Härtegrad entscheidend. Hartes Wasser kann sich negativ auf das Aroma auswirken. Zum Enthärten greifst du am besten zu einem Wasserfilter. Wenn du einen Kaffeevollautomaten nutzt, ist regelmäßiges Entkalken empfehlenswert. Der Kaffee schmeckt und die Kaffeemaschine bleibt länger jung. Mit diesen Tipps steht deinem Kaffeegenuss nichts mehr im Weg. Komm gerne wieder zu unserem Video zurück, wenn du eine neue Kaffeespezialität ausprobieren möchtest. Welche Kaffeekreation ist denn aktuell dein Favorit und wie bereitest du sie zu? Lass es uns in den Kommentaren wissen.